Denkt man an Respekt, fallen einem Begriffe wie Achtung, Höflichkeit, Fairness, Anerkennung oder Toleranz ein. Respektloses Verhalten wird dagegen mit Geringschätzung, Herablassung, Demütigung, Missachtung oder Kränkung gekennzeichnet. Nimmt man diese Beschreibung für sich als Maßstab, bezeichnet respektvolles Verhalten als seine Maxime und lehnt Respektlosigkeit kategorisch ab, hat man die ideale Formel für das gesellschaftliche Miteinander. Natürlich ist man fern davon, perfekt zu sein. Kein Mensch ist ohne Fehl und Tadel. Das sollte man sich immer vor Augen führen, dass es der Respekt ist, der eine intakte Gesellschaft erst möglich macht. Dies gilt im Kleinen genauso wie im Großen und darf auch vor Grenzen nicht Halt machen. Wer glaubt, mit Geringschätzung oder Herablassung Stärke demonstrieren zu wollen, liegt falsch. Wahre Stärke liegt darin, einem Mitmenschen mit Toleranz und Fairness zu begegnen. Wer dies berücksichtigt, wird Respekt ernten. Respekt ist ein starkes Signal, voller Herzlichkeit.